Hallo und wieder herzlich willkommen zu Plain Talk mit der Wizard und Miss Nerd Girl. Hallo zusammen. Heute haben wir das Thema Videospiele zu Filmen und Filme zu Videospielen. Ja, und es ist auch, also der neue Assassin's Creed Film steht ja bevor. Und wir sind gerade eben ein bisschen in Unterhaltung gekommen und haben gedacht, ja, ist ja eigentlich ein ganz nettes Thema, worüber man sprechen kann. Ja, das stimmt gut. Warte, ja. Renn. Ach du Scheiße, das ist. Wow, Todesfalle hier. Ja. Hau mich mal bitte. Ja. Danke. Okay, wir müssen aufpassen. Ja, ich merke es. Schön und. Ja, ich komme hinterher. Ja, auf jeden Fall ist das Thema so eingefallen. Au! Okay, ich glaube, das ist kein gutes Level. Anscheinend. Mit Reden und Spielen. Nee, machen wir mal ein anderes Level. Ja, wir sind Weichei. Ja, übrigens spielen wir Rayman Legends, wie so oft. Ja. Später kommen auch mal andere Multiplayer-Spiele, die wir zum Play-Talk nutzen, machen. Aber zurück zum Thema. Assassin's Creed Film steht demnächst an. Mhm. Ich, ehrlich gesagt, habe noch gar nichts davon gesehen. Ich auch nicht. Ich habe, glaube ich, kurz mal in den Trailer reingeguckt. Ach, da gibt's schon einen Trailer? Ja. Ah, nee, warte, ich bin hier falsch. Wo hast du den Trailer gesehen? Bei YouTube auch ganz normal, oder? Nee, bei Facebook wurde er mir angezeigt. Ich habe ihn dann von YouTube und ich habe ihn dann da auch geguckt. Okay. Sieht halt ganz interessant aus. Es ist halt die typische Geschichte, die, wie man sie aus Assassin's Creed kennt. Mit dem Animus und dass man dann in die Vergangenheit oder Vorfahren reist. Und ja. Oh, guck mal, wir können den auf den Fischen reiten, wie es aussieht, oder? Echt? Ja. Ja, oh, cool. Ich spring drauf. Ah. Hast du denn gesehen, welchen Charakter man da in dem Film hat? Er sah Desmond sehr ähnlich. Nein, ich meine jetzt so die Animus-Version, also sprich hier Ezio Auditore oder. Ja, das wird da gesagt. Alter Ian. Wird da gesagt, ich verspiele das nochmal. Also, du musst auch schießen. Nicht in Mitte. Ja, ich bin gerade überlegen, ja. Ich bin grad. Ah, man kann auch einsaugen, cool. Ich weiß gerade nicht, welche Zeit das ist. Okay. Ich war gerade raus. Auf jeden Fall, also. Mittelalterzeit meinst du? Nee, das war's nicht. Okay. Ich weiß es gerade tatsächlich nicht. Ich glaube, es werden da auch keine bekannten Charaktere. Nein. Also vielleicht haben die vielleicht dann wieder ein komplett neues wahrscheinlich genommen als Hauptcharakter. Genau, richtig. Wenn da Desmond da vorkommt, ist es aber dann irgendwie doch komisch, weil Desmond ja eigentlich schon abgeschlossen ist. Also. Ach, da bin ich. Ja, ich weiß nicht, ob es Desmond ist, aber er sah so vom Körperbau und vom Styling her quasi genauso aus. Okay. So ähnlich. Und ich bin echt gespannt, wie der Film wird. Die Meinungen sind von allen sind ja auch irgendwie geteilt, ob sie den gut finden sollen. Ja, das ist ja noch nicht meistens so. Ja. Manche haben es auch mit Resident Evil verglichen, von okay. Wegen. Ja, da kann nichts Gutes bei rauskommen, so wie bei Resident Evil, wo auch da aus den Spielen ein Film gemacht worden ist. Ich muss ehrlich sagen, ich finde Filme von Resident Evil gar nicht so schlecht. Okay. Kenne aber auch die alten Spiele nicht. Das ist schade. Also ich finde, mit den Resident Evil Filmen hat man ein bisschen was kaputt gemacht in der Reihe. Die Filme sind jetzt nicht schlecht. Wirklich nicht. Man, es ist Unterhaltung, aber wirklich was zu tun mit dem alten Spielen hat es eigentlich gar nicht. Im Gegenteil bin ich sogar der Meinung, dass durch diese Resident Evil Filme eben Resident Evil so Ding geworden ist, was es halt heute ist. Diese pure Action-Baller. Ja, das stimmt wohl. Also das ist wirklich sehr. Früher war das halt wirklich mehr Horror, mehr Schockelemente und teilweise richtig ruhig sogar. Also wenn ich mich an Resident Evil 1 zurückerinnere, das war ein ganz anderes Feeling. Ja. Ja, also ich finde die, da hast du recht, also die Filme zu Resident Evil sind auf jeden Fall sehr, sehr actiongeladen. Also mit Horror, das finde ich auch nichts mehr zu tun.
Die Spiele kenne ich jetzt nur von 4 bis 6. Okay. Und die waren jetzt alle für mich. Wow. Okay. Ein Kanami. Wow. Und also shit, jetzt ich bin tot. 6 ist noch ganz lustig, es erinnert halt ein bisschen so, glaube ich, auch eher an die alten Spiele. Teil 6? Nee, Teil 4. Achso, nee, Teil 4 war eigentlich nur das erste Resident Evil, wo die neue Technik angewandt haben, so mit der größeren Umgebung und alles 3D und so weiter. War auch kein schlechtes Spiel, war sogar sehr gut. Allerdings finde ich ab Teil 5 haben es dann gemacht. Ja, weil also, Teil 5 war ja nur noch Action. Nur Action. Scheiße, sind schon wieder tot. Ja. Teil 5 fand ich tatsächlich auch nicht gut und Teil 6, da sind mehr Jumpscares reingebracht worden, das finde ich ganz gut. Also ein bisschen wieder in Richtung Horror zwischendurch. Okay. Aber halt trotzdem noch sehr Action-artig. Also war jetzt auch nicht so der Finger. Ja, das ist halt mal. Schieß mich ab! Schieß mich, bitte! Ja, ja, das ist jetzt tot. Ja, wollte ich auch besprechen. Es ist halt immer so, ja, eine Frage, ob es gelingt oder nicht. Also, wenn man jetzt wirklich so auf Avengers guckt oder so, wo dann zum Captain America und Achso, du meinst jetzt den Iron Man oder wenn so einen Film mit Spiel gemacht ist. Ja. Also da, ja, ich glaube, das ist teilweise schlimmer als umgedreht. Weil. Shit. Bitte schon wieder. Danke. Nein, ich finde, glaube ich, nicht teilweise, wenn ein Videospiel zu einem Film gemacht wird, ist es teilweise noch schlimmer, weil man es besser ignorieren kann. Klingt gemein, aber ich denke, manchmal ist es total. Ich sag nur Uwe Wolf. Ja, die kenne ich zum Beispiel gar nicht mehr so gut. Schießt du schon wieder ab, oder? Ach, sorry. Ganz schlimm finde ich. Ganz schlimm finde ich, wenn die Story von Film und Spiel, was dann danach rausgekommen ist, identisch sind. Da denke ich mir, warum muss ich jetzt noch ein Spiel dazu spielen? Ja, das genauso ist. Das ist meistens echt kacke. Früher hatte das einen netten Hintergrund. Man hat das eigentlich hauptsächlich deswegen gemacht, um dem Film nahe zu sein. Zum Beispiel war das damals bei Spider-Man immer so. So, als die neue Spider-Man-Filmreihe rauskam, da hat man auch die Spiele dazu gebracht. Teil 1 war totaler Müll, absoluter Müll. Teil 2 war ganz in Ordnung. Teil 3 war tatsächlich kreativ gelöst, weil man einfach die ganzen Lücken im Film mit spielerischen Elementen gefüllt hat. Und trotzdem. Meine. Oh no. Und trotzdem ist man sozusagen dem Film nahe gewesen, weil einfach sehr viele Dinge davon vorkamen, die halt auch im Film so waren. Aber eben auch Dinge, die im Film gar nicht vorhanden waren. Das ist also wie gesagt an sich eine nette Lösung, aber meistens ist es nun mal so, dass sie das verkaufen. Ja. Der Gegner hatte keine Lust, sich anzugreifen. zum Beispiel Batman Begins, furchtbar. Den kenn ich nicht. Ach, du warst auch schon tot. Ja. Also, das Batman Begins Videospiel zum Film, das war die größte Scheiße, die ich jemals gespielt habe. Obwohl, das stimmt wahrscheinlich gar nicht. Es gibt jede Menge noch größere Scheiße, die ich gespielt habe. Aber, es war auch ziemlich scheiße. Wenn man die Kamera ein bisschen doof gedreht hat, zum Beispiel, ist normalerweise ein ziemlich einfaches Problem. Man sollte schon gucken als Entwickler, dass die Kamera, verdammt, ich bin wieder tot, dass die Kamera schon irgendwo nachvollziehbar ist und nicht, dass die überhaupt nicht für das Spiel geeignet ist. Wenn man die Kamera bei Batman ein bisschen gedreht hat, dann konnte man in Batmans Kopf reingucken. Oh, schön. Ja, das war interessant. Urbollfilme wollte ich noch sagen. Genau. Du kennst echt keinen einzigen Urbollfilm? Nein. Sei froh. Die Filme sind echt grottig. Also,
Eins der Verbrechen, was zum Beispiel begangen hat, war Far Cry. Far Cry an sich ist ja schon eher nicht besonders storylastig, aber wenn man es schafft, einen Film mit noch weniger Story auszustatten als das Spiel selber, dann hat man schon was dafür. Ja, vor allem, das ist auch ein Beispiel zu Spiel, Film zum Spiel, ne? Ja, genau. Hast du denn irgendwie ein Positivbeispiel für Filme? Also, manche Leute werden mich lynchen, aber tatsächlich finde ich den Film Postel von Uwe Boll gar nicht so schlecht. Und zwar nur auf einen einzigen Grund. Also, inhaltlich ist der Film ziemlich viel Grütze, aber da hat der Uwe Boll sich immerhin nicht zu ernst genommen. Also, der hat sich teilweise in den Film sogar selber verarscht und als Kinderschänder zum Beispiel dargestellt. Okay. Was, also das Spiel, der Film und das Spiel ist halt ab 18, muss man dazu sagen. Was ist denn das? Guck mal, ah, doch. Ah. Und ja, jedenfalls, er hat sich überhaupt nicht ernst genommen. Er hat halt sich selbst verarscht und alles andere verarscht. Und er hat jede Menge Filmregeln gebrochen. Wo man einfach sagen muss, okay, Respekt, ne? Respekt, dass du dich das getraut hast. Wie gesagt, der Film ist jetzt kein Meisterwerk, aber er hat Humor und das ist doch eigentlich schon immerhin etwas. Wenn man dann wirklich mal andere Filme von ihm anguckt, wo man sich halt denkt, geh ruhig schon mal durch, ich brauch hier nicht. Wenn man sich halt andere Filme von ihm anguckt, denkt man echt so, ist es derselbe Typ, der das gemacht hat? Mhm. Ja, der hat unglaublich viele Filme, Spiele als Film verhunzt. Ich glaube, Dead or Alive, glaube ich, ist auch von denen. Das soll auch richtig mies gewesen sein. Ich habe das nie wirklich geguckt, aber ich kenne es von Hörensagen. Vielleicht muss noch eine Helmut sein, warte. Ja. Ja, was ist dann normalerweise? Du wirst mitgezogen. Du wirst gezwungen mitzukommen. Ja, yeah, das ging schnell. Das war Teamwork. Das ist wirklich ein richtiges, so hundertprozentiges positives Beispiel von Film zu einem Videospiel. Ich weiß nicht, das habe ich nicht. Ja, es gibt immer irgendwas. Also, ich weiß nicht, ich kenne die Filme und auch die Spiele dazu nicht, aber Final Fantasy ist eigentlich ziemlich erfolgreich, sowohl mit den Filmen als auch mit den Spielen. Bei dem, bei der Zielgruppe, die sie halt. Stimmt, das wäre zum Beispiel tatsächlich mal gut, dass du das erwähnst. Das wäre tatsächlich mal ein positives Beispiel. Klar, der Final Fantasy Film, die Mächte in dir, ist irgendwie nicht so gut. Allerdings können wir dafür sagen, was wir erwarten. Weil die Fans von Final Fantasy, glaube ich, haben alle was Bestimmtes erwartet. Die haben, zumindest habe ich das erwartet. Irgendwie ein Final Fantasy Film, der tatsächlich von etwas handelt, das man vielleicht kennt, aber von nie. Aber die haben einfach was komplett Neues. Ist ja auch nicht verwerflich, war eine gute Idee, ist halt allerdings nicht so gut angekommen. Später haben sie ja dann Advanced Children gemacht, also Final Fantasy 7 Advanced Children, um die Story von Final Fantasy 7 weiter zu stricken. Und das war eine sehr gute Idee. Nur hat man da wiederum das Problem, jeder, der das Spiel nicht gespielt hat, konnte mit diesem Film auch nichts anfangen. Ja, also es ist dementsprechend ergänzend dann. Also die genau. Filme sind immer ergänzend und das ist dann eben halt auch was anderes. Dann ist es nicht das eine baut auf das andere auf. Oh, cool. Ja. Okay. Das eine passt nicht, baut nicht auf das andere auf. Ah, nein. Das. Sondern es ergänzt. Genau. Das wäre halt jetzt ein positiver. Verdammt. Verdammt. Ich bin tot. Okay, verdammt mit dir. Okay, nochmal? Ja. Erzähl. Nein, du hast gerade gesagt, dass da ein positiver Effekt ist. Also wenn ihr halt ergänzt, positiver Effekt, stimmt vollkommen. Ist halt wirklich aber nur was für Leute, die mit dem Originaltitel halt das anfangen können. Wenn du, ja, ich glaube, du hast jetzt zum Beispiel gesagt, mir vor kurzem Final Fantasy 7 hast du jetzt zum Beispiel gar nicht gespielt. Nee. Somit kannst du mit dem Film wahrscheinlich auch nicht allzu viel anfangen.
Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich an den Plot des Films nicht mehr so sehr erinnern. Ich fand ihn jetzt nicht schlecht, er hat mich aber jetzt auch nicht umgehauen. Der Plot war eigentlich von dem Film relativ simpel, und zwar hat es halt wirklich komplett weitergestrickt. Und zwar der böse Sephiroth. Cloud hat ihn vernichtet, aber in Teil 7 mit seinen Children ist es halt leider so, dass Sephiroth wieder mal mehr oder weniger seinesgleichen hinterlassen hat. Die jetzt natürlich jetzt nicht seine reinen Söhne sind, aber wenn man halt Final Fantasy kennt, dann weiß man, warum die jetzt so sind, wie sie sind. Und da ist eben halt schon der kleine Haken. Wenn du halt überhaupt nichts mit Final Fantasy 7 am Hut hast, hast du auch keinen Plan, was die Scheiße soll. Ja, also ich habe ihn auch einfach nur mitgeguckt, weil jemand anderes ihn geguckt hat. Okay. Und ich finde, fand ihn okay, war jetzt aber auch, wie gesagt, es ist absolut nicht so mein Genre, was ich sonst so interessant finde. Deswegen war es ja nice to know und nice to see, but okay. Ja, war jetzt auch nicht so mega spannend für mich. Ja, das ist natürlich schade, aber wie gesagt, nachvollziehbar auf jeden Fall. Ich würde mir zum Beispiel gerne einen Film wünschen, natürlich so im Stil von Advent Children tatsächlich, weil ich halt schon was mit Final Fantasy 7 anfange natürlich. Fand den Film gut. Ich fand von allen Dingen Clouds neues Schwerpiech geil. Ganz anders als das alte. Und trotzdem so ein bisschen Retro-Charme drin. Ich würde mir eben ganz ehrlich halt in diesem Stil einen Final Fantasy 8 Film wünschen. Weil Teil 8 mein Lieblingsteil ist. Das ist auch halt, man sagt ja, jeder hat sein eigenes Lieblings-Final Fantasy, was halt damit zusammenhängt, was du als erstes gespielt hast. Da, ja, und mein Lieblings-Final Fantasy ist halt Teil 8, weil das war mein erstes Final Fantasy. Obwohl jeder immer gesagt hat, du musst Teil 7 spielen, das ist viel besser. Fand ich noch nicht mal. Teil 7 war gut, richtig gut sogar. Der Plot war genial. Mal abgesehen davon, dass ich leider gespoilert wurde, was passiert, was eigentlich schade ist, weil, naja, da bist du nicht mehr so überrascht und denkst jedes Mal, Mist, das ist gleich so weit, jetzt passiert das und das. Nein, die spoilern sich nicht, aber ich denke mal, die meisten Leute werden den eh kennen. Außer dir. Da sollte ich den nächsten Let's Play stattfinden, noch gehört. Ja, den Let's Play gucke ich mir jetzt immer an und dann weiß ich mehr. Vom Mr. Zuckershop. Guckst du dir, guckst du das bei dem an oder dann bei jemand anders? Bei ihm dann, klar. Wenn er es jetzt in nächster Zeit plant, ich kenne ihn ja auch. Was? Ja. Du kennst den auch? Ja, oh Gott! Irgendwie alles gemacht. Ja, absolut. Ja, wir machen ein bisschen Werbung für unsere eigenen Leute. Ich denke mal, das ist nicht verwerflich, oder? Will ich aber hoffen, dass es nicht so ist. Ja, werde ich auf jeden Fall auch reingucken. Ich kenne das Spiel ja auch. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie erst nochmal spielt. Weil ich sein Spiel jetzt nicht so kenne bei Final Fantasy. Stimmt, nicht verstanden. Was ist das denn jetzt? Das jetzt? Hä? Nö. Egal. Ja, also weiter. Jedenfalls Final Fantasy ja. Wäre geil. Ich würde mir, es gibt ja demnächst auch, hat jetzt zwar mit dem Thema jetzt nicht direkt was zu tun, und zwar Final Fantasy 7 wird ja remaked, remastered, remake, bla bla bla. Und in Final Fantasy 15 auch im Grunde genommen. Ach Gott, die okay. Warum komme ich nicht da hoch? Au! Ah, okay. Ah, ja. Und jedenfalls, ja. Final Fantasy 7, Remake, The Nest, Master, wie auch immer. Bin ich auch gespannt. Nur ich stehe halt echt nicht mal rum. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal, aber ich würde mir Teil 8 lieber wünschen. Ich würde mir das nochmal kaufen, tatsächlich. Das ist eines der wenigen Spiele, das ich halt nochmal kaufen würde. Ja, auf jeden Fall lässt sich ja dann sagen, dass Filme, die ergänzend zu Spielen oder andere Spiele, die ergänzend zu Filmen gemacht werden,
besser sind, als wenn sie versuchen, irgendwas ganz Neues wieder aufzugreifen. Im Endeffekt ja, weil es halt zumindest die bestehende Fangemeinde befriedigt, sofern sie gut, sofern die Fans gut sind natürlich. Ja, und auch, also jetzt nicht irgendwie, ist aber kacke, nur weil es anders ist. So in dem Sinne, dass sie dann auch irgendwie ein bisschen reflektiert darüber nachdenken können, hey, okay. Ja, das genau. War der Hintergrund dazu. Warum wurde das gemacht? Weil es wird versucht, eben halt so eine Zwischenstory oder so zu erzählen, je nachdem, was dann da in Angriff genommen wird. Ja, ja, klar. Ist hier noch was? Wahrscheinlich. Weiter. Ja. Weiter. So, ja. Und was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, was auch ein super positives Beispiel ist, also es hat zwar mit den Comics angefangen, aber dann kam die Serie und dann die Spiele dazu von Telltale, natürlich Walking Dead, ich bin ja so ein sehr großer Fan. Und da muss ich sagen, die Spiele fand ich grandios dazu. Sie waren da auch eine, also haben teilweise an die Serie und die Comics angelehnt, dadurch, dass Charaktere eingebracht worden sind. Ich überlege gerade auch, wie man da am besten reinkommt. Ich verstehe nicht. Also wir müssen eigentlich hier dieses Gewabbel da in der Mitte wegkriegen. Und den richtigen Zeitpunkt abpassen. Ah, nein, das ist nur zeitbegrenzt. Okay. Ja, wie bei Walking Dead. Das stimmt. Ja. Ist da so, also es ist auch ergänzt. Und, ja. Oh, okay. Weil also die Hauptcharaktere sind ganz frei und neu. Und die, aber es gibt so verschiedene Easter Eggs, ne, wo du denkst, ah ja, der kam auch in der Serie oder im Comic vor. Und, ja. Dementsprechend ist es auch sehr gut ergänzt und die Story halt mega emotional, mega gut gemacht. Also, das ist wirklich ein super gutes, positives Beispiel. Die Stelle hier ist ein bisschen blöd gemacht, finde ich. Ja, ich bin jetzt gerade auch hier am überlegen, wie ich da rüberkomme. Ist die Anlauf nur. Okay. Oder halt den Knopf da noch. Oh, komm schon. Ah nein, jetzt springe ich aus, was ich hier falsch bin. Wovon würdest du dir denn eine Verfilmung wünschen? Von? Ja. Das ist eigentlich relativ simpel, von Metal Gear Solid. Da war ja früher mal was geplant, aber das kam leider irgendwie nie. Das geht mal weiter, ich bin ja nicht nach. Okay. Aber nicht so von der Big Boss-Reihe, sondern ernsthaft von Solid Snake selber. Da würde ich mir wirklich eine Verfilmung wünschen. Aber natürlich bitte eine gute. Ah, okay, Die böse. Ja. Okay. Danke. Und du? Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich echt auf den Assassin's Creed Film und bin gespannt. Ich hoffe, ich werde davon nicht enttäuscht. Sonst... Ja, Kein anderes Spiel, oder? Ich spiele ja selber nicht so viel. Ich bin gerade überlegen, was man sonst so... Last of Us finde ich eigentlich auch, weil auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Okay. Für von Batman gibt es Filme, halt auch anders als die Spiele, aber da... Ich glaube, die Arkham-Reihe würde als Film nicht funktionieren. Warum? Keine Ahnung, weil das einfach was Offeneres ist. Die Batman-Filme sind alle so in sich geschlossen. Es gibt einen Bösewicht, es gibt einen großen Plot und ja, das war's. Und bei Arkham, da findest du an jeder Ecke irgendwas komplett Neues. Natürlich, du hast deinen Hauptfaden, aber du hast in sich hast du ja viel, viel mehr Story, als erstmal offensichtlich ist. Naja, das ist und dieses Weitläufige und dieses Schleichen. Natürlich, man könnte jetzt sagen, ja okay, da funktioniert Metal Gear Solid auch nicht. Aber, doch, ich denke tatsächlich schon, weil Metal Gear Solid an sich ist ja schon fast ein Film. Mhm. Wenn man mal die Länge der Videospielsequenzen anschaut. Ich meine, bei Metal Gear Solid 4 zum Beispiel ging die längste Sequenz 3 Stunden. Wow, okay, das ist lang. Das war das Ende vom Spiel.
Das ist 3 Stunden Kino und ich habe jede Sekunde genossen davon. Aber wenn du mal bedenkst, weil von wegen die Arkham-Reihe funktioniert nicht, jetzt überleg mal, wie viel in Assassin's Creed drin ist und wie viel da abgespackt werden muss. Also dementsprechend hat es eventuell auch funktioniert, hoffentlich. Mal gucken, was daraus wird. Hoffen wir mal das Beste. Es kann durchaus funktionieren, aber eigentlich hast du vollkommen recht, wenn das mit Assassin's Creed funktioniert, könnte es genauso gut auch mit der Arkham-Reihe funktionieren. Aber warten wir mal einfach ab, wie der Film auch wird. Bin gespannt. Ja. Und damit würde ich sagen, beenden wir das Thema hiermit. Ja, richtig. Und betreiben lieber noch ein bisschen Eigenwerbung. Ja, also, sobald meine Bachelorarbeit fertig ist, werde ich mit Walking Dead wie schon anfangen, das Click-and-Point-Adventure von Telltale. Ich freue mich da schon so mega drauf, auch dann mit euch zusammen, also euch das präsentieren zu können und auch den Plot endlich zu sehen. Ich muss mich echt zusammenreißen, da nicht irgendwo reinzugucken. Ich freue mich da drauf und das wird auch mein allererstes eigenes Let's Play sein. Und ich hoffe, ihr schaltet dann ein. Dauert aber leider eben halt noch ein paar Wochen. Bei Miss Nerdgirl. Ja. Und ja, bei mir. Ich habe zu meinem Geburtstag hatte ich. Erstens wird es hoffentlich. Ich werde es natürlich in den anderen Videos auch mal erwähnen. Aber ihr hörtet vielleicht, wir haben ein. Also ich habe ein neues Mikrofon bekommen. Das wir hier auch jetzt bei unseren Duo-Part, sag ich es einfach mal, doppelt benutzen können, weil das so schön offen und groß ist und gut steht. Und dazu habe ich auch noch The Crew Wild Run geschenkt bekommen. Das tolle Rennspiel, wovon ich mal ein Random Wednesday gemacht habe. Und ja, ich werde das, denke ich, mal let's playen. Bin mir nicht sicher, wie gut das funktionieren wird, weil ihr habt das vielleicht nicht mitbekommen, aber ich hatte unglaubliche Probleme mit der GEMA. Bezüglich des Videos von Random Wednesday, weil da ausgerechnet ein Lied drin vorkam, 30 Sekunden, das nicht gezeigt werden durfte, obwohl man es nur minimal im Hintergrund gehört hat, aber das reicht ja schon. Deswegen muss ich den ganzen Part wieder runternehmen und neu bearbeiten und die Stelle rauslöschen und dann wieder hochladen. Unglaublich viel Arbeit und vielen Dank an Warner Brothers, dass die mir das Leben so schwer machen. Aber egal. Ich werde es trotzdem versuchen. Ich werde gucken im Vorfeld, welche Musik von Warner Brothers ist. Weil die haben eigentlich den meisten Ärger gemacht. Alle anderen Leute mit der Musik, großes Dank dafür, dass es euch egal ist. Und wie gesagt, ich werde die ganze Warner Brothers Musik, egal was es ist, werde ich einfach versuchen, im Hauptmenü auszuschalten, sofern das möglich ist. Wenn es nicht geht, schätze ich, wird das Let's Play auch nicht existieren. Aber lasst euch überraschen. Ansonsten wird auf jeden Fall demnächst noch irgendwas anderes kommen. Vielleicht Uncharted 4, vielleicht Final Fantasy 15, worauf ich mich riesig freue. Ich schätze, das wären aber mindestens 200 bis 300 Parts. Und damit verabschiede ich mich schon mal auf jeden Fall an dieser Stelle. Ja, und auch von mir auf Wiedersehen und bis demnächst. Entweder bei Play and Talk oder bei den ganzen anderen Let's Plays, die dann erscheinen werden, erstmal vom Wizard und später dann auch von mir. Ja, und bis dahin. Arrivederci. Und auf Wiedersehen.